Ich Stubbing in kurz Arbeiten und dann geht es los, mate. Oh, they can't, ich brauche noch eine Sekunde. Bin gleich ready. Ready, bro. Nase brennt, Nase beißt. Bin gleich ready, bro. Und gleich noch schneller zweite. Hut. So, I'm beginning, bro. Bist du auch vor die Kamera? Nicht? Bist du noch schicht an? Du kommst aber noch, bro. Du kommst noch. Bro, so, ist schon Pflege gedrückt. Das ist gut. Oh, man. Ich scheiße durch den Arsch. Jetzt gleich weiter, man. Oh, Party kann gleich weitergehen, bro. Oh. Alter. Oh, ist Handy. Ich sehe hier nichts, es ist dunkel. Ganz, Bro, ganz etwas heller, Mann. Ich muss mich sehen. Bro. Ich bin hier gefangen in der, in meinem Abgrund. Jetzt Abgrund, Bro. Alter, go gut dann nicht. Ich mach schnell. Alter, oh nein. Alter. Wo ist dieser Scheiß? Ah. Okay, ich komm gleich, Bro. Ich hab's gleich, Bro. Alter. Ah. Ah. Ja, und dann. So. Ah. Du Hell. Ah, weißt du was? Best, dann kann ich besser orientieren. Besser. So. Ah. Alle nach nach. Yeah. Grüße gehen raus an meine Mama, an meinen Papa, seine große Schwester, an all meine ehemaligen Schulkameraden, Bro. Irgendwo geil. Richtig geil, Bro. Mein alter Rockstar-Life ist hart, ihr habt keine Ahnung. Ihr fand auch schon die Haare aus, Mann. Yeah. Weil hier bin ich doch ein schöner Engländer. Ich bin ein schöner Engländer. Schaut mich an, ich bin ein schöner Engländer. Keine Ahnung, wieso die Schneebrille. Keine Ahnung, was das Symbol davon sein könnte. Hast noch was, Bro? Nicht. Du bist auch zu nichts zu gebrauchen. Was bist du fucking Wildsamen nach? Ah. Bro, muss auch dringend mal was nehmen, um den Stock aus dem Mal zu kriegen, Bro. Das kann doch nicht so weiter. Ah nein, jetzt müssen wir hier 95 machen. Machen wir nachher. Bro. Wieso ist das so komisch? Noch betrunken. Wieso ist das so rötlich hier? Komisches Handy. Nichts umgestellt. Herzlich willkommen zu Comptos Filmanalysen. Heute mit Get Him to the Creek. Seht ihr, wer ich hier bin? Ich bin hier da, dieser Typ. Erkennt ihr mich? Nicht der Fette. Ich bin nicht der Fette. Ich bin der Schöne. Ihr. Yeah. Erkennt man doch gleich nicht. Herzlich willkommen zu Gonzos Filmanalysen. Heute mit Get Him to the Creek von Nicholas Dollar aus dem Jahre 10. Watched 25. Juli 2023. Oh. Oi, oi, oi. Das war mein Trip. Erst entspannt zu Hause die eigene Mutter verführen, damit man das Spiegelbild angemessen dessen kann. Dann einen eigenen Mitarbeiter über Tage hinweg an der Nase herumführen. Zu guter Letzt
Aber verzweifelt versuchen, alles wieder gut zu machen, indem man ihn und seine unterbezahlte Freundin und Krankenschwester zu einem Dreier einspannt, auf den sie sich nicht aus Lust, sondern aufgrund einer Beziehungskrise und des allgemein bekannten Markefälles einlassen. Kennst du, Bro, mit dem Markefälle, oder? Du bist doch der King, Mann. Du warst noch vor mir. Vor mir hattest du deinen MeToo-Skandal. Kurz vor mir. Als deine langsam abgeklungen ist, bin ich gekommen, Bro. Machtgefälle. Einlassen. So will es uns zumindest noch von Gadim zu der Greek in Erinnerung geblieben. Sehr gut und machtkonform für den einfachen Deutschen übersetzt mit Männertrip, Mann, Frauen können genauso ficken, oder? Und abgehen und koksen, Mann. Aber wir sind auch die Stars, weil wir die Genies sind. Und sie sind unsere Bitches. Ah. Wir mögen keine Deutschen mehr beleidigen. Wir können ja auch nichts dafür, wenn so ein scheiß Österreicher einfährt, Mann. Der nächste wird ein Schweizer sein. Die werden schon genug verarscht. Also schauen wir gemeinsam mit unserem Mautpublikum bis out. Nochmals unser künftiges Biopic, um zu sehen, ob wir was Wichtiges verpasst haben in unserer einleitenden Zusammenfassung. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Auf Film oder Leben, ich kann nicht unterscheiden. Versuchen wir mal professionell die Scheiße durchzuziehen. Hoch mit dir! Hoch mit dir! Wieso ist das runtergefallen, Alter? Willst du nicht fressen, Bro? Fress hier, fress Wladimir Mohammed, mein Alter! Fress die Scheiße, fress meinen Russenkopf! Seit anderthalb Jahren willst du die Scheiße nicht fressen! Sorry! Sorry! Tut mir leid! Tut mir leid! Nichts professioneller Show! Weiß Show! Jo, Mann! Aber jetzt fahren wir schon wieder aus. Die Brille nervt, das passt gar nicht zu mir. Ha, erwischt! Hey, du da sitzt und wächst. Haare anziehen. Haare anziehen. Oh. Hab ich eigentlich umgeschaltet? Umgeschaltet. Weißt du, seh ich mehr wie Rockstar raus, man, wie Swiss und die anderen, Bro. So, professionell durchziehen. Professionell Frieden, ein Outside of Terror. Bis auf die Bridges, though, who don't want to fuck me. Die kriegen keinen Frieden, die kriegen Vergewaltigung ab. Nein! Ich kann ja nichts mehr heute sagen. Also, toll, ich hab immer hier zugemacht. Geht immer noch nicht. Gut, auf und bleiben. Einladen, Zusammenfassung. Nein, voll. Mit dem wollen wir uns nicht identifizieren. Einmal leiden wir unter dem Böhmi-Syndrom, denn wir verklärten den hochgradig rassistischen Einstieg des selbsternannten afrikanischen weißen Jesus aus dem Weltall als ein unglaublich witziges Statement gegen Rassismus und realitätsfremde Stars. Und nehmen wir ein Essen dahin, ihr habt Hunger! Doch das Gegenteil ist der Fall, was wir erst jetzt unter dem aktuellen Zeitgeist und entsprechend öffentlichen Druck festgestellt haben. Zum Beispiel
Woher kommen all die armen schwarzen Kinder, sogenannte African Childs, her, die nicht nur im vermeintlich parodistischen Videoclip, sondern überhaupt im Film vorgeführt werden? Eben. Vermutlich handelt es sich bei ihnen nur um amerikanische Ghetto-Kids. Ghetto-Kids aus den Vorstädten, die auch mal ohne Drogendeals eine schnelle Mark machen wollten. Sie wurden ausgenutzt. Hört Hip-Hop, dann seht ihr, dass die Schwarzen alles Drogendealer sind. Sie wurden ausgenutzt. Wir wünschen den beiden talentlosen Sängern und absteigenden Sternchen Elder Snow und Jackie Q einen schrecklichen Tod und nicht enden wollen nur bis dahin. Besser sind sie wieder in den Drogensumpf gefallen. Da gehören sie auch hin. Meine Meinung. Ah, ich habe noch so viel zu hören. Da hast du so viel zu lesen. Bro, willst du mal lesen, nicht? Was machst du da die ganze Zeit? Wichsen? Du bist doch nicht Louis C.K., Mann! Du bist Creepy Diddy Boy, Mac! Ja, blad mir ein. Oh, es geht. Nein! Wieso hast du das? Mach weiter! Und es geht noch skandalöser weiter. Nicht nur die Stars, aber ihr Labelbosse und deren Angestellte sind völlig verblendet vom Ruhm und der Weltöffentlichkeit. 15.000 verkaufte Alben gelten als nichts. Oh, ihr kann mich auch lecken. Aber mach es du. Suizidgefährdeten Schweizer Rappern wird dringend abgeraten, sich die schlimmste Machwerk für Afrika seit der Apartheid zu geben. Für den Kornetag wäre es aber was, denn hier berichtet ein schlecht integrierter Indien-Angestellter von der After-After-After-After-Party in Chase East House, wie dort Käse vom Titten genascht wird und wie die Toiletten dieses modernen Kings aussehen. Blablabla. Ja, ein Frustrieren des freien Marktes. Piriri, Labelchef und Hurensohn ist der Einzige, der zwischendurch Gesellschaftskritik, Kapitalismus merkt. Wir haben noch 2 Kronentags von Nasholen. Wie vom Oktober und November 2023. Die haben wir noch nachzuholen. Und noch. Lade wieder mal Leute an, die ich kenne. Habe ich mehr Lust zu schauen. Jimmer zum Beispiel solltet ihr holen. Jimmer. Betreibt aber dies tut er nur, um seine Angestellten unter Druck zu setzen. Er bräuchte keine weiteren Einnahmen. Er hätte ja ausgesorgt. Nur um kurz darauf die Frage in den Raum zu werfen. Ob sie wüssten, wie viele Air Jordans 6 schwarze Kids bräuchten. Und geht es also weiter mit Rassismus, Verstandsfickereien und dem Kontrast zu einer einfachen Pflegerin in Kranken. Ihr wird sogar gegendert, ihr Wichser. Was gendert ihr? Das ist doch nur eine Frau. Muss man nicht hervorheben, dass sie eine Fotze hat. Das ist eigentlich Sexismus. Und vielleicht auch, dass ich bin heterosexuell, also lass mich natürlich nur Frauen backstage. Oder in den Keller der Mormonen. Der Keller der Mormonen. Nein, das ist der Keller der Dämonen. Nicht Mormonen oder Hormonen. Keller der Hormonen. Keller der Hormonen. Das ist keine Beweisaufnahme, deswegen müssen wir es so machen. Berg und Schwan bräuchten. So geht also weiter mit Rassismus. Tanzfickerin, Pflegerin im Krankenhaus. Pure Hörme. Warum, wenn sie so nebenbei wie selbstverständlich wie eine Frau aus den 50ern behandelt wird.
fragt Jonah Hill und der nach unten Treter. Der müsste mal gecancelt werden. Nur wirklich nicht Öffentlichkeit. Hast du genug Öffentlichkeit? Also aber Tour, wir werden noch Werbung für Tour machen. Sollte Veröffentlichung ungefähr gleich sein. Staffel. Dann können wir immer sagen, wo du bist. Dann kommen da noch ein paar Leute. Was willst du von mir? Was hast du gesagt, Junge? Du hast nichts gesagt, sorry. Entschuldigung, gebe ich dir ein bisschen Fame ab. Maklam! The Creepy Teleboy! Hier kommt er! Creepy Teleboy, ihr seht ihn wanken. Hey, dir, will sein Gesicht nicht zeigen, aber hier wankt er. Zu Joker. Hey, dir. Aufhören. Nicht so laufen. Euphor ist so hell. Er hat das so hell gemacht. So hell gemacht. Wer hat das so hell gemacht? Nicht so hell. Er hat das so hell gemacht. Da sieht man viel zu einmal noch Ding an. Oh, ist doch besser. Da ist seht ihr, so machen wir das. Hell, Mann. Und hell. Oh, das schaffen wir. Muss das. Und passiert das? Du musst das hier immer hier hin tun, sonst verletzt du deinen Fuß. Oh, Mann, in diesem Zustand zu malen, das ist nicht gut. Also, X-90V. Ein besser Haus als Asien, erst davor. Wo ist das Handy hin? Mann, ich kann dich doch nicht warten, Mann, mein Handy weg ist. Oh, Hand, warst du das Handy hier? Yeah, kannst du mit ihm ficken? Oh, das Handy hin. Ja, kannst du schauen, siehst mal gut aus. Nicht so wie ein alter, hässlicher Sack. Hier. Wo hast du das Handy versteckt? Wo ist das Handy? Wo ist das Handy hin? Hier ist das Handy. Immer doch, wenn man das letzte sucht, ist ein schissenes Handy. Wenn es da hinten weht, dann können wir noch putzen. Wenn dann noch fertig lesen. Nein, Alter. Oh, ich mag nicht mehr. Oh, jetzt wieder Blutflash. Blutflash. Sehr hässlicher, final. Aber der Haare verloren. Aber immerhin habe ich hier noch Haarschamhaare. Show machen. Sag dir, wie Show geht. Oh, geht Show. London, eine Bonzenwohnung voller Arschkriecher plus eins. Ein Hurensohn nennt seine Mutter eine Schlampe. Unser Held darf endlich seinen Helden kennenlernen. Die erste Phase verleugnet dem Motto: Never meet your idols. Fuck him and get him to the Creek. Aber
erst an einem Promo-Auftritt nach Dings, dann muss ich America Today Show. Wir sehen Afrika-Gesicht, hören Chocolate Daddy und fehlen einen nasenfüllten Respekt. Es wurde gerockt, geklappt, gefickt, gekippt, getrunken, gekokst und danach gejoggt. Kokain, unsere Helden sind nun Freunde und du frustrierte Pflegerin vorerst keine Freundin mehr. Besser so, denn endlich sind wir in der High Society angekommen. Klassismus pur, leid auf deine Mutter. Drei Absätze noch. Was ist mein neues Vergewaltigungsopfer bist und du hier nie wieder rauskommst? Ich hab Vladimir zu oft missbraucht. Er will das nicht mehr. Wir haben Schluss gemacht, aber wir sind noch Freunde. Und wir werden gemeinsam dich missbrauchen. Alle jungen Mädchen. Lippe oben, Bob. Meine Lippe hat geballt, aber ich tut dir weh und dann und das weh. Vergewaltigt vom Schicksal! Endlich kriegen unsere Helden, was sie verdienen! Es wurde noch ein wenig weiter gefickt, bis Petini, a.k.a. Sergio... Hui! Oh Gott, renne die Dings aus. Auf zu trinken. Gestern haben wir nur zwei Joints. Und habe vier Nazi zu trinken. Machen wir heute nichts mehr? Wenn wir einen Zug machen wollen, wir haben ja getrunken. Und gekocht. Damit wir den Wildfried da überstehen. Also, dich, Mann. Eigentlich das ganze Bier leer. Eigentlich alles leer. Armes Bier. Bin ich. Egal. Ich sehe alles viel nach. Seh dir die Scheiße hier an. Alles kaputt, Mann. Alles fucking kaputt. Alles kaputt. Ihr kommt nicht mehr raus. Alles kaputt. Alle noch auf. Ich will die Scheiße hier auf keinen Bock mehr, haben schon über 20 genickt. Ich will hier nicht hinsetzen, hier hat jemand hingepisst. Vladimir, hast du hier hingepisst? Alle. Wer mit einem Drogenüberraschungsei, a.k.a. Jeffrey, angekommen kam und ihren allen Verstand zu ficken. Eigentlich wollten sie nur ein Zwischenhalten in Las Vegas anlegen, damit sich alles nur mit seinem Vater aussehen konnte. Doch war es nicht schwierig, diese toxische Beziehung zu manipulieren, auf dass sie von diesem abgebrannten Ballerballzwände fliehen mussten, um endlich im Gig Rick Fierder anzukommen. Oh, wie schlecht ist ja nicht als sonst, oder? Ich bin immer so scheiße. Voller Adrenalin und Heroinspritzen geht es nur noch 6 Stunden. Wisst ihr, wo man ihn hinter Tour Heroin hinkriegt? Polizei wollte mir helfen, wo kriegt Heroin? Und mich töten. Es sind so 6 Stunden bis auf den Grund. Unglaublich, was alles für Probleme entstehen, wenn Drogen das einzige Problem im Leben sind. Sogar die eigene Hex wird von der Drum Street Region von Lars Ulrich himself missbraucht, wenn man nicht aufpasst. Mate, das war ja, wie du das Englisch fuck. Und jetzt Absatz. Machen wir uns nochmals schön mit dem letzten Absatz. Was wollte ich noch? Du bist neidisch, oder? Ein neuer Freund Mütze hat und du nie Mütze gekriegt. Ich gebe dir Mütze. Hier hast du Mütze. Hier hat er Mütze. Jetzt hat er Mütze ausgezogen. Wieder Haare wachsen lassen. Schön machen.
Was braucht die Haarmenschen an Strehl? Kann doch einfach mit den Haaren so ein bisschen flammen, geht es auch. Ja, es ist kalt. November ist kalt. Unglaublich kalt. Oh, das wird mein Strick werden. Die missglückte Welt wird mich umbringen. Eisbären, wir wollen, dass er wieder drogensüchtig wird. Oder den klaren Verstand wenigstens dazu benutzt, vernünftige Gesellschaftskritik abzulassen. Ja, dass die ehemaligen Drogensüchtigen immer so dumm bleiben. Und denken, jetzt fühlt sich dann alles gut an, wenn sie nüchtern sind. Oh nein. Deswegen haben sie ja überhaupt Drogen genommen, weil die Welt im Arsch ist. Wenn man schon nüchtern ist, dann muss man den Verstand als Waffe benutzen, um gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse vorzugehen. Aber wenn man alles einfach akzeptiert, wird nichts besser. Aber lieber beschränkt sich der werte Herr Rockstar darauf, sentimentalen Dünnschiss abzulassen. Aber nur ein Diamant, der uns keinen Schritt näher zur Revolution und der Befreiung des Abschuss für dich will. Der Imperator zwischen deinen Beinen soll uns alle Verstand ficken. Du hast, wir vergaßen. Es wurde auch geguckt. Wir haben, das ist mir beim Üben schon aufgefallen. Wir haben doch schon geguckt geschrieben. Könnt ihr nicht einfach mal lesen? Alle geschrieben habt, aber es ist okay. Es ist so nötig, aber ich lese es vor. So. Oder auch Kokain. Kokain, Ameisen. Rote Urinbälle. Rote Heroinbärchen in den Nase geschoben und einen täuschenden Dreier geschoben. Das ist Rock'n'Roll. Hat euch die Party gefallen? Alles die morale Geschichte. Hat euch die Party gefallen? Ich gescheit gern so sehr auf Rockstars und alle anderen. Naja, das heißt Probleme. Und das heißt, vor allem Probleme, noch mehr Probleme entstehen, dass man ein Hurensohn wird und ein Drogensüchtig ist. Und niemand will uns helfen, weil sie denken, oh, ihr seid ja so reich. Und so bekannt und so fame. Und so, Status. Macht. Schau mich an. Das scheißt auf mich. Halt noch mehr auf mich. Werft noch mehr einen Schiss auf mich. Wer die andere Scheiße, die kommt, wenn sie völlig aufgehoben ist, euch dem Grupp ist, denn die erst kommen immer erst freiwillig ist, erst wenn man dann auf dem Trip ist, dann denkt man sich, na du willst dich doch durch, ich bringe dich dazu. Aber vorher macht man Erfahrung, immer alle Wagen geil finden. Und wie soll man dann noch unterscheiden können, wenn ich will? Ja. Hallo, die Party, Alpha. Auge. Auge beißt. Hallo, die Party, Gefahr. Kokain! Ameisen! Rote Heroinbärchen in den Nase geschoben! Und einen täuschenden Dreieck geschoben! Das ist Rock'n'Roll! Hat euch die Party gefallen? Alle tun immer so, als wären wir so überprivilegiert! Aber der Grund, wieso wir sowas machen, ist im Gegenteil! Weil wir so abgefuckt sind und im normalen Welt von euch scheiß klein Lohnsklaven nicht überleben können. Viele von uns wurden gemobbt oder sonst irgendwie Außenseiter. Aber nicht um die beste Meinung von euch Bastis. Dann behandelt mal irgendwann euch so, wie ihr uns immer behandelt habt. Das ist Rock'n'Roll. Hat euch die Party gefallen? Gut.
Und dies wird der einzige Ausbruch aus eurem langweiligen Leben sein, in dem euch nichts hält. Also sprach Konsul 19 im Namen des Antichrist-Messias. Er war H95. No likes. Yet. So lange. Wieso wird das immer plötzlich so lang in letzter Zeit? Hallochi Body, Lord! Lord Flash! Lord Flash! Ja, wir sind eigentlich hier Black Sheep Ale. Grüße gehen aus an alle Black Sheemes. Wir sind schwarze Schafe auch mit weißem Ungetüm. Hat euch die Show gefallen, ja? Einmalige Show für euch. Durch. Kannst du mir helfen, mit Tilboy? Nicht. Ich bin hier gefangen. Gefangen in meinem eigenen Kopf. Und in den Drogen. Vor der Kamera, sonst werden wir wieder gelöscht. Vor der Kamera. Nee, an der Kamera. Nicht vor der Kamera. Nicht vor der Back hier. Nein, halt. Oh, das wäre schwierig. Stopp, Jack, Rot. Wo bist du, Cursor? Ja. Sure.